But if you close your eyes. So, hallo zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Infinity Infinity Evolve. Ich, wir wollten jetzt ein bisschen minern, weil wir oben keine wirklichen Rohstoffe mehr haben. Ist natürlich ein bisschen doof, aber ich bin ehrlich, das gibt wesentlich Schlimmeres. Tunnel, Leertaste, Kohle und eine 4 und eine 9. Ich finde 50er Tunnels sind gut, weil die sind übersichtlich, ich kann bis hinten hinschauen und muss mir keine Gedanken darum machen, ob mich da irgendwie Monster zu erwarten. Ich sollte jetzt nur einmal kurz hier rechts, da musste ich das letzte Mal in den ersten paar Folgen abbrechen. Ich vergessen, die nicht richtig aufgenommen wurden. Weil meine Spitzhacke kaputt gegangen ist. Weil das gleiche wird mich gleich wieder erwarten, ist aber nicht so dramatisch. Da ich noch eine weitere dabei habe. Was ich nun nicht mehr dabei habe, ist Kohle. Deswegen sollten wir vielleicht mal ein bisschen nach Kohle suchen, bevor wir jetzt hier weitermachen. Kein Bock, dass auf einmal irgendwie hinter mir in so einer doofen Ecke irgendwelche Monster spawnen. So, dann gib mir mal die Karotten, dann können wir die als nächstes essen. So, ich mache das immer so mit den Tunneln. Ich habe da immer so zwei Varianten. Einmal die Mining-Sachen von meinem Turtle. Und einmal dieses typische, jeder der Minecraft spielt, kennt ja dieses Farming-Ding, wo du immer zwei Steine freilässt und dann halt immer da so ein nettes Muster machst und ich sag mal Rippenmuster dazu. Ich mache das immer so, dass ich die Fackel mir immer auf die rechte Seite stelle, immer hoch auf Kopfhöhe, weil wenn ich dann den Ausgang suche, weil irgendwann sind die einfach so groß, dass man wirklich damit arbeiten muss, dass man irgendwie wieder rauskommt. Mache ich das immer so, mache ich das immer so, dass ich die beim Reinlaufen immer rechts habe und beim Rausgehen immer links. Okay, da sind mir gerade so viele Monsters. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie krass hardcore auf Trouble aus ist. Also eigentlich schon immer, aber nicht so jetzt gerade. Da unten hätten wir Kohle. Wo ist der Zombie hingelaufen? Ach, da steht er. Geh kaputt! Mano! So, was ist ja, glaube ich, nur einer. Nichtsdestotrotz baue ich hier oben mal weiter ab. Komm mal einen höher, Alter. Okay, Kamikaze! Jetzt kommt hier irgendwas gefährlicher wird als dieser Zombie. Dann würde ich aber im hohen Strahl kotzen. Und ja, Anorexia for life. So, und schon haben wir eine nicht sehr hübsche, aber doch sehr zweckgebundene Treppe. Gut, hier haben wir noch Lava. Das finde ich schon mal ganz gut soweit. Mit einer Schippe bauen wir mal weiter hier ab. So, wir haben leider keine Stöckchen, warum auch immer wir keine Stöckasse haben. Aber dafür haben wir jetzt Fackeln. Lass mal den ganzen Kack hier ausleuchten, damit mir nichts auf die Eier geht. Bin ich immer relativ schnell maximal genervt. So, ja, ich habe die Diamanten da unten gesehen, die hole ich gleich. Nee. Wie wär's, wenn du einfach stirbst? Genau so. So, also fangen wir mal unten an. Wir brauchen Kohle. So, hier haben wir ja schon einiges an Kohle.
ist denn der andere? Der ist hier. Super. Das sind, glaube ich, Rubine müssten das, glaube ich, sein. Finde ich sehr gut. Und ich bin raus. Was haben wir hier kaputt? Was haben wir hier? Jelorium. Bau das mal ab. Ja, ich baue jetzt Kies ab, weil ich den gleich oben für meine für mein Mahlwerk brauche. Und wieder Diamanten gefunden. Ja, super, ey. Was haben wir da? Silber. Wer braucht Silber? Ich meine, klar, ich brauche später auch Silber, aber ey, das ist später. Jetzt brauche ich Alu oder sowas. Ja, Alu brauche ich. So, wir haben hier jetzt absolut genug Fackeln. So. Was haben wir hier? Silber, Silber, Silber und Lapis. Zinn, zinn, zinn. Schön, 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 schön. Eisenbeerbüsche finde ich auch okay. Hier ist es dunkel, finde ich nicht okay. Hör auf damit! So bescheuert oder was? Wo ist meine Waffe? Da. Ich muss da noch hinscrollen, ey. So, wir wollen weiter. Oh, ist das euer Ernst, Mann? Können nicht irgendwo einfach normale Monster stehen? Oh, na. Ich sagte normale Monster, keine Creeper. So. Ich sagte normale Monster, keine Creepers. Stirb! Oh. Ich hab den schon explodieren gesehen. Oh, ey, ist das euer Ernst, Mann? Ihr habt mir auf den Sack. So, jetzt musste ich mich gerade kurz konzentrieren, weil ich sonst geplatzt wäre. So, und hier machen wir jetzt was ganz, ganz Cooles, muss ich euch mal zeigen. Nämlich keinen Bock auf den Kack. Und mach hier einfach zu. Zack, ist mir egal. Und jetzt seht mir von da schon mal nicht mehr auf den Sack. Doch eine super Idee, oder? Müssen wir hier noch ein bisschen ausleuchten? Gut, haben wir alles. So. Hier haben wir noch Gold. Ist das dein verkackter Ernst, Mann? Verbrenne Arsch. So, gib mir die Eisenerze, danke. Das ist Silber, das braucht kein Schwein. Da ist Eisen. Schön, Fledermaus, sehr gut. Das ist echt Meisterlife. So. Oh, nein, Alter, nein. Oh, Ben, Alter. Gut. Ben ist durch Creeper in die Luft geflogen. Nice. Manchmal hasse ich mich für manche Aktionen ja wirklich selber ziemlich doll. Aber hey, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Manchmal denke ich mir nur so, warum wird immer der Falsche zerhackstückelt? Lauf da jetzt irgendwas hin, weil ich so ein krasses Tier bin. Ich muss hier lang, oder? Hüpf. 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 Jo, von 22 auf 5 Leveronis. Zack, jetzt gibt mir alles wieder. Schüchen. Das kann alles mal raus. Das hier, habe ich noch irgendwas gehabt? Ach ja, das hier.
So, Steine können wir wieder wegpacken. Nice. Wo ist mein Hammer? Da, besser. Sehr gut, sehr gut. So. Jo, J, Wegpunkt, Tod löschen. Passt man einmal nicht auf. Mann, 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 ey. Zack. Hier ist noch Jolt. Ena nur. Was haben wir hier? Goldbeerbüsche. Nehmen wir auch mal mit. Hier ist Blau. Noch mehr Blau. Super viel Blau. Ich habe doch irgendwo noch gerade eben auf irgendeinem Weg Eisen gefunden. Was ich noch nicht abgebaut hatte. Ich weiß aber ehrlich gesagt jetzt gerade nicht wo. Hier Redstone. Gut, werde ich schon irgendwann. Ach, da oben. Wollte gerade sagen, werde ich schon irgendwann wieder finden, aber habe ich gefunden. Jetzt brauche ich Kies, weil das noch eine Ebene. Perfekt. So, wir können die Stelle mal hier mit Stein zumachen. So, haben wir. So, dann drücken wir wieder F7. Dann brauchen wir eigentlich, ehrlich gesagt, was mache ich denn da? Brauchen wir, ehrlich gesagt, so ja nicht F7 drücken, weil wir haben ja hier unser System. Das Bleich stellen. Zack. Und zack. Dann machen wir mit dem System jetzt mal hier weiter. Aber nicht ganz dahin, sondern... Ui. Ui, 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 ui. Das ist aber echt ein bisschen ungewählt, guter Ort dafür. So, was haben wir hier unten? Nichts. So. Da hüpfen wir da hoch. Hüpp. Wenn ich den jetzt aufmache, fallen mir die ganzen Newton-Items alle weg. Ah, schön. Dias. Das ist meine Theorie mit den. Hier, wie heißen die Dinger? Kürbissen. Hat sich mal so was von bestätigt. So, da sind schon wieder Dias. Ich kann mich bald mit Dias zuwerfen. Totwerfen. Oh, das war sogar ein dichter Diamantblock. Das ist natürlich sehr gut, dass der dicht war. So, dann machen wir das mal wieder schon zu. Ja, viele werden jetzt denken, oh mein Gott, der hat das Blei nicht mitgenommen. Da werde ich nur sowas sagen wie, ist richtig, habt ihr gut erkannt. So, dann zack hier und hier. Manche werden sich jetzt fragen, was für ein System steckt dahinter? Und ich kann euch nur eins sagen. Gar keins. Nein, also es ist halt schon so, dass man die Fackeln am besten so platziert, dass alles wie heißt denn das nochmal? Dass alles so ein... nicht mehr im Dunkeln ist, dass er nicht spawnen kann, weil dann kann man die Fläche später hier unten für irgendwas Cooles benutzen. Und wenn man dann nur einen Reaktor hinstellen möchte, der weit genug von dem ganzen anderen Kram weg ist. Wenn man dann mit Reaktoren spielen möchte, und ich sag euch eins, das wollen wir, also ich, ob ihr das wollt, ist mir egal. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben.
Aber seid gefasst, ich werde dazu Rede und Antwort stehen. So, im Endeffekt werde ich es trotzdem machen. Aber ich höre mir gerne eure Meinung an. Vielleicht sagt da jemand, ey, nee, Atomkraft, nein, danke. Und like, ey, guter Einwand, wirklich sehr guter Einwand, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ist aber ein Videospiel. Deswegen nein. Deswegen nein. Aber ich baue ja hier schon auf Nachhaltigkeit, weil die Solarpanels, Pedals, wie auch immer die Dinger heißen, sind ja für auf Nachhaltigkeit gebaut. Wo ist mein Glas? Ach da. So, wir haben 16 Diamanten dazu bekommen. Das ist nicht schlecht. Eine Menge Redstone. 17 von den Rubinen. 8 Flint, die gleich woanders hinkommen. Das packe ich mal alles draußen mit in die Kisten, weil ich habe hier drin noch keine Ahnung, wo ich es lagern soll. Das kommt da draußen, das kommt da draußen, die Büsche. Das ist voll. Sehr gut, warte mal, das kann ich mitnehmen. Ich hätte gerade eben ja keine Kupfersachen machen müssen und Blei. Ich habe ja hier draußen noch hier noch. Oh, Ben, Alter, ernsthaft. Eisen habe ich auch noch 4. Habe ich hier noch irgendwelche Barren? Jo, die hier. Was ist das für ein Barren? Kupfer und Jolt. Nice. So, dann können wir hier schon mal das wieder reinpacken, das wieder reinpacken. Das nehmen wir gerne mit nach oben. Boah, ich muss gleich wirklich mal Ordnung schaffen in den Dingern im nächsten Stream oder im nächsten Video. Jetzt wollen wir oben erstmal ein bisschen Eisen produzieren. Ui, 4000 hat er schon. Oh, ich habe sogar einen Sand bekommen. So. Zeig euch nachher mal einen coolen Trick mit den Kisten. Wenn man nämlich in diese Kisten, die man da drauf stellt, die kann man ja mit diesem Zahnrad super einstellen. Wenn man aber in diese besagten Kisten sowohl das reinmacht, was man zu Erzen fabrizieren möchte, also wie jetzt beispielsweise Eisen oder so, kann man nämlich gleich noch Flint mit reintun, weil Flint ist nämlich schon das Endprodukt. Du kannst aus Flint nur noch Sachen bauen. Du kannst nicht weiter runter als Flint. Das finde ich ganz angenehm bei dem Flint. Somit kannst du, wenn du das machst und da reinlegst, das Mahlwerk das automatisch raus und setzt es sofort in den dafür vorgesehenen Flint-Slot und versucht ihn nicht nochmal rumzumalen, weil das nicht mehr funktionieren würde. Finde ich ganz cool, dass das so geht. Und ja, habe ich auch erst eine Zeit lang nicht gewusst, dass man das so machen kann. Aber jetzt bin ich etwas schlauer. So, wir brauchen das. Ein davon. Dann brauchen wir Redstone. Und saubere Steine. 8. Die kommen natürlich da oben rein. So, dann brauchen wir gleich noch einen Ofen. Den kann man ja schon mal bauen. Perfekt. So, wie viele Steine hast du schon? Immer noch zu wenig. 3, 5, 1. Was sagt uns das Mahlwerk oben? Schon mal 4. Sehr gut. Mach mal jetzt hier ein bisschen zügiger. Dass man die nicht updaten kann, das finde ich ein bisschen schade. Weil ich total gerne mit den Öfen arbeite. Wenn man da kein Update draufhauen kann, dann ist natürlich doof, ne? So, was habe ich jetzt falsch gemacht? Sag mir nicht, ich habe die falschen Steine benutzt, dann werde ich echt ein bisschen pissig.
Oh, ich kann da echt die Bruchstelle benutzen. Oh, ist das euer Ernst? Wo war ich denn gerade in Gedanken, dass ich das verkackt habe, wirklich? Ach, hier. Gut. Erklärt alles. Keinerlei Redebedarf mehr. So, wir haben hier nochmal 4. Perfekt. Zum Glück habe ich 8 drin geschmissen. Und nicht nur 4. Was passt dann jetzt schon wieder nicht? Ach, die Zahnräder, ich raste direkt aus. Ach, dann hier 2 Stöckchens. Zahnräder, super. Jetzt haben wir die Eisen, nee, die Steinstahl, Steinzahnräder. Ja Gott nochmal. Na, jetzt braucht, war gerade ein kurzer Leck. Was passt denn jetzt schon wieder nicht? Ey, wollt ihr mich verarschen? Ah. Krieg hier gleich wirklich spontan Tourette oder einen Anfall, eins von beiden. Mehr davon. Jetzt habe ich echt keinen Platz mehr im Inventar. Ich krieg die Krise. Was haben wir denn noch? Jellorium. Ach ne, Jellorium. Silber. Jolt. So, jetzt haben wir da ein bisschen Platz im Inventar. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte hiervon 4. So, ja, okay, die sehen gleich ganz anders aus, die Zahnräder. Unten der Pisten und jetzt, na endlich, war eine schwere Geburt. Jetzt überlege ich gerade oben, wir brauchen etwas Kohle. Haben wir. Müssen wir oben die Produktion gerade noch leider noch mal abbrechen. Mache ich auch nicht allzu gern, aber Sackmail. Bau das mal beides bitte ab. Den stellen wir dahinter. Den davor und den davor. Du bekommst jetzt Kohle. Dann hast du genug, um zu arbeiten. Perfekt. So. Dann würde ich mal spontan behaupten, das ist das war's mit, das ist das war mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Die Folge war jetzt nur ein bisschen länger. Ich würde mich total über ein Like freuen, über Kommentare und ein Abo. Kommentiert ruhig, was euch gefallen hat und was euch nicht gefallen hat. Und ich würde mal spontan sagen, bis zur nächsten Folge. Cheerio.